Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy 14 mit Albeb Bestwin. Wir machen heute eine weitere Gelehrtenquest und dazu bin ich wieder in Camp Seelenruhe. Und wir sprechen mit Alka Solka. Es ist zum Verzweifeln. Setoto will einfach nicht aufwachen. Ihr Körper hat durch die Thornberry-Krankheit eine Änderung erfahren. Als sie versucht hat, die Fee zu rufen, ist es deshalb vermutlich zu einer ätherischen Überreaktion gekommen. Glaubt zumindest zu Rito Karito. Normalerweise erholt sich der Äther mit der Zeit wieder. Aber nun ist es schon eine ganze Weile verstrichen und bei Setoto ist immer noch keine Besserung in Sicht. Tut mir leid, dich damit zu behelligen, Albeb. Aber könntest du vielleicht noch einmal bei unserem Freund in Bronzesee um Rat fragen? Ich möchte lieber hier bei unserer Patientin bleiben. Okay, dann geht's auch zum Palast des Wanderers, unser Rito Karito. Setoto ist immer noch bewusstlos, sagst du? Beim Rufen einer Fee wird normalerweise Äther des Anwenders extrahiert, der sich dann als Fee manifestiert. Wird die Fee entlassen, fließt der Äther zurück zum Anwender. Zu einem dauerhaften Äthermangel wie bei Setoto kommt es daher nicht. Aber vielleicht habe ich die ganze Zeit eine falsche Fährte verfolgt. Ich bin davon ausgegangen, dass das Rufen der Fee fehlgeschlagen ist. Was aber, wenn es doch geklappt hat, nur nicht wie erhofft. Was, wenn Setoto in ihrem Wunsch, die Fee ihres Vaters zu treffen, zu viel Äther freigesetzt hat? Und was, wenn die Fee sich teilweise manifestiert hat, bevor Setoto ohnmächtig wurde und ihr Werk vollenden konnte und sie aus Amdapor geflohen ist? In diesem Fall gäbe es nur ein Mittel, um Setoto aus ihrer Ohnmacht zu befreien. Lila muss gefunden werden und beseitigt werden, damit der Äther zurück zu Setoto fließen kann. Alka Solka muss das unbedingt erfahren. Okay. Dann porten wir noch direkt zurück nach Camp Seelenruhe. Da bist du ja wieder, Albeb. Und, hatte unser Freund eine Idee? Wir sollen die Fee finden und vernichten? Welche Fee? Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, erinnerst du dich an die purpurne Aura, die aus den Ruinen flog, als Setoto den Beschwörungsversuch unternahm? Vielleicht war das Lila, in ihrer unvollständigen Form. Nur... ist doch bestimmt über alle Berge. Wie finden wir die jetzt? Ihr seht ja recht bedrückt aus. Gibt's Neuigkeiten? Hört, hört. Eine halbfertige Fee in Form einer lila Kugel? Hast du sie etwa gesehen? Das nicht, aber in letzter Zeit haben viele meiner Männer behauptet, einen Geist im Wald gesehen zu haben. Die Berichte waren so zahlreich, dass man mich von oben dazu verdonnert hat, den Quatsch zu untersuchen. Jedenfalls passt die Beschreibung. Rund und lila. Ich verschluck meine Axt, wenn das nicht lila ist. Na dann, guten Appetit. Ich habe hier genug anderen nervigen Kram am Hals und überlasse das Feentheater gerne euch. Das musst du uns nicht zweimal sagen. Sieh's als Dank für die Aufnahme unserer Patientin an. Ihr nehmt mir meine Arbeit wirklich ab? Besten Dank. Dann will ich euch mal sagen, was ich weiß. Geistersichtungen gab es auf den oberen Pfaden und im Natterhain. Vielen Dank, Landenel. Ja, nicht doch. Das Fräulein Thornberry scheint schließlich in großer Not zu sein und die beiden anderen die Leiden einer Dame kenne ich. Landenel, Hauptmann des Klagegremiums. Also,
Und die Leiden einer Dame kann ich, Landendl, Hauptmann des Klageregiments, doch nicht einfach ignorieren. Landendl gibt sich wirklich Mühe, es zu verbergen. Aber eigentlich ist er gar nicht so ein schlechter Kerl. Also gut, Erwin. Wir suchen die Stellen ab, die er uns genannt hat. Nimm du die oberen Pfade. Die oberen Pfade sind wie? Ach, da sind sie. Okay. Halten wir Ausschau. Keine Spur von der Fee. Dann suchen wir weiter. Und halten wieder Ausschau. Keine Spur von der Fee. Aber beim dritten Punkt ist bestimmt eine Spur von der Fee. Genau, da ist auch schon. Zumindest gibt es jetzt einen kleinen Kampf. Du entdeckst ein verdächtiges Leuchten in der Luft. Als es dich bemerkt, stößt es einen grellenden Schrei aus und stürzt dich auf dich. Okay. Vielleicht sollte ich erstmal meine Fee rufen. So, ach, das war's schon. Okay, dann gehen wir zurück und sprechen mit Alka-Solka. Es wird eine kurze Folge, weil die nächste Folge ist dann schon die letzte von dieser Reihe. Und die dauert in der Regel etwas länger, deswegen dann machen wir halt eine kurze Folge. Auch gut. Du bist zurück? Und? Etwas entdeckt? Ich habe tatsächlich ein lila Leuchten gesehen. Aber als ich mich draufstürzte, musste ich feststellen, dass es bloß ein Irrlicht war. Bei dir also auch Fehlanzeige? Verdammt, wo kann diese Fee nur stecken? Ihr seid leer ausgegangen? Hätte ich mir ja denken können. Aber keine Angst, der gute Landendl hat natürlich schon neue Infos parat. Die lila Leuchte verfolgt nämlich angeblich ein paar meiner Männer. Ich bitte? Und da stehst du hier seelenruhig rum? Was soll ich denn machen? Der Trupp ist ins historische Abendapor geflohen. Und das ist wegen der Miasma-Verseuchung Sperrgebiet. Für eine Erstürmung brauche ich eine Genehmigung. Die ist bereits beantragt, aber ihr werdet euch noch etwas gedulden müssen, bis man sie durchgewunken hat. Da nimmst du aber ganz schön Arbeit auf dich, Landendl. Wie kommt's? Ich erwähnte doch, dass ich einer Frau in Not nicht im Stich lassen kann, oder? Wir Starken müssen für die Schwachen einstehen. Wenn ihr an meiner Seite kämpfen wollt, dann zieht euch besser warm an. Da drin wird's sicher ungemütlich. Okay, ja, dann machen wir schon mal wieder Schluss und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.